Und da sind wir wieder live on stage. Naja, alles andere als live, aber on stage. Es waren gerade aber ganz komische Geräusche. Ja, das Fenster, das. Ist ein Fenster von Windows wegen, weil Fenster und Englisch Windows ist ja gut jetzt. Ich will nicht mehr. Wow. Ernsthaft? Meine schöne Bautreppe bekommt Blümchen. Oh. Kannst du ja hochziehen bis oben, dann machen wir einen Dachgarten. Jetzt, wo du sagst? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal überlegen. Blumendach. Wäre vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee, dann lasse ich die Treppenreihe, die ich jetzt quasi schon rangesetzt habe, die lasse ich so auf der Höhe tatsächlich, ziehe die einmal rum und dann ziehe quasi einfach nur so als ja, Umrandung, dass wir quasi ein Dach, ein flaches Dach haben, ja, wo wir dann einfach ein bisschen Blumen drauf haben. Wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Na, vielleicht eins höher, dass man von unten irgendwie noch das hier so ein bisschen zubauen kann. So. Dass man nicht von unten die Erde von unten sieht. Na gut, okay. So. Dann muss die Erde so hier noch ein bisschen höher, damit die auch hier wirklich reingehen kann. So. Okidoki. Ich werde nie verstehen, wie meint er immer die Blöcke positioniert. Random. Ah. So, muss jetzt so machen, dann ist er genau. Okay. Tut-tum. Ich spüre diesen Hass in mir. Schön, dass du ihn auch spürst. Okay, machen wir anders. Dann setze ich ihn erstmal hier so drauf, so wie er sein soll. Genau so nicht. Einmal so gedreht. Ups. Der Trick ist übrigens, wenn du von unten Erde dran setzt, kannst du den da einfach drauf platzieren und er richtet sich so aus, wie du stehst. Okay.
Ups. Classic. Ja, ich habe neulich erst mein Dach gebaut. Ich kenne das Problem. Die Sache ist, wenn man so in den Bauwand drin ist und es einmal drin hat, wie das funktioniert, dann ist es auch relativ easy. Aber wenn man schon länger kein Dach mehr gebaut hat, da erstmal wieder reinzukommen, wie das war, da kriegst du schon, ja. Okay, aber ich glaube, ich hab's. Genau. Tada. Heißt also, man muss immer so stehen, dass der Blubs von einem weg zeigt und links von einem ist. Und schon passt das Ganze. Yay. Immer wieder was Neues. Raus. Und schon geht's wieder ganz einfach. Yay. Irgendwann male ich mir mal so eine Bild-für-Bild-Anleitung. Und immer wenn ich länger kein Dach mehr gebaut habe, lese ich erstmal wieder Handbücher. Ja, warum nicht? So, Umrandung schon fast fertig. Geht doch, geht doch. Für die Decke habe ich auch schon irgendwie eine Idee. Ich überlege nur gerade, welches Material man dann nehmen könnte. Okay, das mit dem Hochwachsen des Grases hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, ist aber kein Problem, weil ich habe ja dafür extra dieses Rezept gemacht, dass wir halt darauf nicht angewiesen sind. Ach, dauert noch. Oh. Ups, was ist hier los? Das ist falsch. Ja. Easy. Sehr schön. So, wie viel Dirt habe ich dabei? 4 Stück? Reicht nicht. Schwuppsiwupps. Dirt. 1160 Erde. Ah, könnte reichen fürs Dach. Für den Anfang schon. Ist aber auch schlimm, hier diese chronische Materialarmut. Wir müssen echt mehr sammeln. Aber sowas von.
Hast du ein Blümchen dabei? Irgendeins, was so Farbe, farbig, Farbe macht? Ne. Mist. Oh, ein Blümchen. Geronimo! Ich kann schnell eins holen. Jo! Dann mache ich mir einen Block aus Blümchenerde und dann verbreitet es sich wie ein Virus. Machen wir denn Blümchen? Ich dachte, hier wären irgendwo welche. Hey, ewig, hier so direkt. Ich pflück mal eins. Dann sind es ja Rosen. Genau. Da. Und einer, genau. So. Badam. Sehr schön. Der Virus ist nicht mehr aufzuhalten. Guckt nur, wie niedlich er aussieht. Oh, wie kuschelig. So. Ups. Dip und dip und. Schwupps, schwupps. Fertig! Juhu! Hier wächst auch schon. Ja, ja. Geht relativ schnell immer. Jetzt machen wir von unten schon irgendwie so ein offenes Deckendesign und dann passt das. Ganz genau. Ich habe ja früher immer sehr gerne mit diesen Meseblöcken gearbeitet, so für die Deckenbeleuchtung, weil das wie so eine. Ja, wie so eine großflächige Indirektbeleuchtung irgendwie immer so war. Ah. Müssten wir aber erstmal Mese irgendwo finden. Und bei dem neuen Map-Generator, da ist ja alles wesentlich, ja, seltener geworden. Und gerade... Vor allem tiefer. Eben. Ja, ja genau. Das, ja. Meinte ich damit. Eben. Und von daher, da Mese zu finden in der großen Anzahl, wie wir das da hier bräuchten... Da würde es dann auch wieder eine Stundenaktion werden. Wobei, nee, Moment mal, Mese haben wir doch. Wir haben doch vorhin gesehen irgendwo. Ich guck mal ganz kurz, hier draußen hatten wir Mese. Ja. 14 Mesekristalle und 9 Fragmente. Ein bisschen haben wir also. Wolle ist auch schon wieder fertig. Na, ein paar Blümchen noch nicht, aber... Ach nee! Hier hat jemand geschlampt und nicht gepflanzt. Na, schau mal an. Wer war das wohl? Was ist die Baumwolle? Doch. Hier hinten sind zwei Felder frei. Dann muss ich wohl mit jemandem in die Kriegsgericht gehen. Nein! So. Jütchen. Sand kann wieder in die Kiste. Oh, warum? Einmal Sandstein bitte da rein. So, was habe ich noch?
Haben wir jetzt eigentlich die Meselampen schon, die leuchtenden? Wie bitte? Haben wir die leuchtenden Meselampen schon? Glaube nicht, ne. Oh, schade. Wir haben bisher alles nur mit Fackeln aufgesetzt, beziehungsweise ab und zu so eine Kerze. Na. So modern, dass unsere Lampen Crystal Meth rauchen, haben wir leider noch nicht. Und das Witzige ist, ich habe letztens erst gelesen, dass dieses Mesekristall eigentlich quasi hier so ein Unfall war, dass C55 quasi einfach damals irgendwas reingemacht hat, um überhaupt erstmal Material zu haben, und das er dann quasi nie wieder entfernt hat. Ja, ist durchaus vorstellbar. Weil dann würde ich nämlich unsere Lagerdecke so ein bisschen umgestalten. Jetzt ist ja alles hier irgendwie mit Holz drin, und was man sonst irgendwie machen könnte, wären halt so, Einkerben. Oben in der Mitte so eine Meselampe drin ist. Oder so ein Slab, so ein Meseslab, Meselampenslab. Dürfte passen, ja. Ja doch, das sollte funktionieren. Statt Holz, was jetzt hier drin ist. Ha. Ob man es dann aus Stein macht, ist natürlich die andere Frage, aber kann man da sich dann ja immer noch überlegen. Eben. Vielleicht weißer Lehm oder sowas, dass das alles ein bisschen heller wird. Ganz genau. Ansonsten, ich meine, das Mindset, ne? Probieren geht über Studieren. Da wollte ich nur noch eine Axt. Guck mal ganz kurz, eine Axt. Achso, in einer von meinen Kisten, da müsste noch eine Stahlaxt rumliegen. Ja, holt sogar noch eine ganze Heile. Ich bin hier, wo bist du? Da bist du. So, nein, das war Wolle. Ich wollte eigentlich die I-Taste drücken. Jetzt. So, tada. Dankeschön. Bitteschön. Brauche ich aber später zurück. Und wir, da sind Gebrauchsspuren dran. Die mache ich kaputt. Die behalte ich einfach. Bei eBay stand neuwertig. Wo ist letzte Preis, Junge? Abgeerntet. Jetzt kommt die nächste Furie rauf. Ich finde es immer so witzig, wenn du irgendwelche Sachen hinbaust, dann kommen ja immer nicht immer genau das gleiche Geräusch, sondern immer so ein bisschen so verschiedene Geräusche. Und wenn es dann so durch Zufall immer so klingt wie so eine richtige Melodie, die dabei rauskommt, ist irgendwie immer ein bisschen nice. Alles nur Zufall. Das
deine Maus, die da so knattert? Ja. Das Mikrofon ist sehr nah an meiner Maus dran, bin aber gleich fertig. So, easy. Vielleicht bestellt. Und nicht abgeholt. Jutschi, mehr als 300 Wolle. Ja, daraus kann man doch wieder ein paar Backpacks bauen. Ups. Ups. So. Und für Backpacks. Yay. Sehr gut. So, Wolle war einmal da hinten. Schwuppsiwupps. Nice. Jutschen, Dach ist soweit fertig. Mal gucken. Boah, sieht doch gut aus. Ich musste mal gucken mit dem grauen Steinsäulen hier am Rand. Da bin ich noch nicht so ganz glücklich. Ob wir das denn nochmal austauschen gegen Cobblestone? Fragezeichen. Naja, Cobblestone oder halt die, diese Steine. Die Steinsteine. Ansonsten, ich meine, das sind ja einfach nur tragende Gerüste. Ich meine, die müssen einfach nur Gewicht aushalten. Kann man die nicht einfach aus Kies bauen? Naja, klar, natürlich. So, dann machen wir mal die Steinsteine. Steinziegel, da brauchen wir... Genau, Ziegel war das Wort. Da brauchen wir... Was braucht ihr da? Ach so, einfach als Viererblock. Oh, easy. Das klingt machbar. So, schnapp ich mir mal meine Pickaxe und dann sollte das passen. Dafür sollte sie noch reichen. Ah, ist ja blöd, stimmt. Wenn man die abbaut, dann werden die erstmal wieder zu Cobblestone. Mist.
Ich dachte gerade so schön abbauen, ne, gleich in direkt in meine Crafting, ja, das Crafting-Feld rein. Aber geht die Steine, nicht. Nee. Das geht ja nicht, das geht ja nicht. Warum geht das nicht? Ihr habt doch studiert. Das war doch alles gedacht davon, die Wissenschaft. So, gut, dann gucken wir mal. Cleanstone haben wir da hinten. Und zwar nicht gerade wenig. So. Wir brauchen 16 Stück. 1, 2, 3, 4. Perfekt. So. Gucken, wie es aussieht. Achso, ja. Ja, doch, das sieht doch gleich viel besser aus. Das sieht doch gut aus. Ja. Gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Struktur. Eben. Der Cleanstone wirkt dann doch etwas zu clean. Wow, unser Pflasterstein, ja, Behälter ist quasi schon voll. Wir haben über 3000 Pflastersteine. Das ist ja schon eine Hausnummer. Ich habe vorhin auch ein paar auch schon rausgenommen, aber es ist, glaube ich, so egal. So. Oh ja, wir sind in der Welt rumgekommen. Ich habe das Dach fertig gemacht. Gibt es kein Glowglass? Gab's eigentlich. Eigentlich schon, ne? Hier gibt's gerade gar nichts mit Fackel Glow. Und Glas ins Inventar. Ja, aber hier gibt's gerade gar nichts mit Glow. Irgendwie. Guck mal ganz kurz. Bei Mesa. Ach, Mesa-Lampe heißt das Ding. Was ich damals benutzt hatte. Aber es gab's auch noch dieses Glas, was es läuft. Es gab eigentlich das aus Glas, ja. Ja. Guck ich mal direkt bei Glas. Glas, Glas. Das ist normale Glas. Ja. Tatsächlich nicht. LOL. Das ist ja eine Hausnummer. Toll. Alles vorbereitet. Wurde das von irgendeiner Mod entfernt oder ist es allgemein bei meinem Test rausgeflogen? Ja, gute Frage, keine Ahnung. Weil das war doch damals direkt Bestandteil von meinem Test selber. Es war eigentlich mit drin, ne? Ah. Sehr suspekt das Ganze. Aber gut. Vor allem aus diesen Meselampen kann man ja auch gar nicht diese flachen Steine machen. Diese Slabs. Auch nicht, doch. Komm ganz kurz. Ne, kann man nicht. Boah. Das ist jetzt ernüchternd. Aber das Obsidian-Glas, das gibt's noch. Das ist ja toll. Das, was ich nie genutzt habe. Aber nichts, was leuchtet oder was ein Slab ist. Nee. Leuchtende Slabs gibt's hier gerade gar keine. Schade, schade, Schokolade. Ich gehe mal kurz, ganz kurz auf meinen Vanilla-Server, mal gucken, ob es dort noch gibt. Ja. Ich,
Ich war mir sicher, dass es fester Bestandteil von Mindset ist. Ach ja, ist ja gerade runtergefahren. Na gut, okay. Guck ich dann mal nachher. Ja, dann können wir das also schon mal so knicken. Toll. Ich guck mal, was es hier sonst noch so gibt für lampenähnliches Gedönst. Ah ne, nur die Mesepfostenlampen und die Meselampen als ganzen Block. Gibt's doch gar nicht. Denn nicht. Ich bin noch gerade am Überlegen, wenn man jetzt die Fackeln direkt in diese kompletten diese Blöcke austauscht. Nee, sieht dann auch blöd aus. Das Einzige, was man machen könnte, wäre die Treppen irgendwie umzudrehen und dann hättest du dann auf der anderen Seite wieder Lücken. Ja, dass wir praktisch genau, diese ganzen Steintreppen hier gegen Slabs austauschen, sodass praktisch die Steine ein bisschen höher gesetzt sind und praktisch dann diese Meselampen quasi ein bisschen rausgucken, so wie man es von sehr alten Bahnhöfen kennt, wo man diese runden Lampen hatten, die so nach unten so gewölbt waren. Aber das Problem ist, wenn man die Treppen zu Slabs umbaut, dann ist ja dahinter dann wieder Luft. Da müsste man das Dach also erstmal auffüllen an der Stelle. Na. Gut, wäre jetzt nicht so ein großer. Aber. Brrr. Tja, haben wir auf jeden Fall schon mal eine Aufgabe dafür für die nächsten Let's Play-Folgen. Lol. Ach ja. Hütchen, dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich denn schon mal? Meine Zeit ist abgelaufen auf dieser Welt. Oh nein. Ich werde dich vermissen. Komm, gib Küsschen. Wobei es bei Bleib mir auch stehen. gerade. Boah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber stimmt, da könnten wir eigentlich so langsam, wenn es dann eh jetzt Richtung Ende geht. 2 Stunden ist, glaube ich, ganz gut, oder? Ja. Da dann lieber jetzt erstmal Feierabend machen und dann vielleicht später in so ein paar Wochen nochmal gucken, wenn dann auch wieder Celine und Thomas sind wieder können. Macht Ja. dann wahrscheinlich mehr Sinn. Da auf jeden Fall. Eugene. Na dann, würde ich mal sagen. Danke fürs Mitmachen. Ich verabschiede mich dann. Dann, ja, sehen wir uns dann bald mal wieder. Von daher, für alle, ciao mit V.